Hi und herzlich willkommen hier wieder bei German Trans Boys. Das Thema dieser Woche ist, wie oute ich von meinen Eltern. Ich habe mich nicht vor meinen Eltern geoutet, nicht wirklich. Ich habe damals, wie ihr bestimmt schon wisst, meine Schwester angerufen, gesagt, hey, wie wär's, wenn du einen Bruder hättest? Sie hat gesagt, oh cool, Bruder wollte ich schon immer haben. So habe ich mich von meiner Schwester geoutet. War ganz cool. Und irgendwie kurz darauf hat meine Mutter mich angerufen und gesagt, nein, das willst du nicht machen, oder? Und ich werde dich enterben und irgendwie ein Zeug. Also von meiner Mutter habe ich mich nie wirklich geoutet. Ich habe mich von meiner Grandma geoutet. Sie hat es meinem Vater weitergegeben, weil der ja in Amerika wohnt und ich zeitweise nur über sie Kontakt zu ihm hatte. Dann hat er mich angeschrieben, mir über das Thema geschrieben und dann war alles cool. Er hat sofort akzeptiert. Ja, das war so zu mir mit, wie habe ich es meinen Eltern erzählt. Was man noch tun kann, um sich zu outen. Was ganz, ganz wichtig ist, bevor man sich outet, gut informieren. Informiert euch darüber, was Transsexualität ist. Bereitet euch auf Fragen vor, die euch gestellt werden können. Schaut euch Videos wie diese hier an, was ihr in eurem Fall gerade schon tut. Informiert euch gut über das Thema, sodass ihr Fragen beantworten könnt und Vorurteile direkt aus der Welt schaffen könnt. Was noch wichtig ist, ist, dass ihr euch wohlfühlt. Es ist euer Outing. Ihr müsst euch wohlfühlen, ihr müsst euch in der Lage fühlen. Versucht euch selbst nicht zu stressen und nicht so hinein zu zwängen in das Outing. Wenn ihr euch nicht outen wollt oder noch unsicher seid, macht's nicht. Ihr könnt euch so outen, wie ihr es möchtet. Es ist, wie gesagt, euer Outing. Ihr müsst euch wohlfühlen dabei. Es geht um euch und ihr sollt euch wohlfühlen. Was noch wichtig ist, ist, dass ihr demjenigen gegenüber vertraut. Das ist auch eine Voraussetzung fürs Outing. Wenn ich der anderen Person nicht vertraue, dann oute ich mich nicht vor dieser Person. Das sind so die wichtigsten Sachen. Fühlt euch wohl dabei. Wenn ihr euch nicht wohl fühlt, übt es euch zu outen. Für mich war es am Anfang sehr komisch, mich zu outen. Danach ging es immer besser. Ich habe mich erst vor Freunden geoutet und Schritt für Schritt irgendwie vor mehr Leuten und vor anderen Leuten dann auch getraut, mich zu outen. Outet euch vor euren Geschwistern, vor euren besten Freunden, redet mit denen darüber. Wenn ihr euch vor euren Eltern outet, ist es wie gesagt immer noch wichtig, dass ihr euch dabei wohlfühlt. Ihr müsst vorbereitet sein auf Fragen und ihr müsst mit dummen Kommentaren rechnen. Eure Eltern können sich in dem Moment nicht so ganz in euch hineinversetzen oder auch andere Leute und es werden oft Fragen gestellt, die sehr unangenehm sein können. Für mich ist sowas nicht unangenehm, aber für die meisten, die ich kenne, sind solche Fragen sehr, sehr, sehr unangenehm. Und die meinen das oft nicht so. Die sind halt einfach mit dem Thema nicht befasst, haben da wenig Erfahrung, haben da noch Berührungsängste, sage ich jetzt mal, und sind einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Und ja, wenn man damit nichts zu tun hat, kennt man sich da auch nicht aus. Ihr könnt es per SMS schreiben, per WhatsApp, per E-Mail, per Brief. Wie es euch am liebsten ist, ihr könnt euren Eltern auch eine Videonachricht machen und die zu schicken oder irgendwie in die Hand drücken. Ihr könnt eure Eltern anrufen dafür. Ihr könnt euch mit euren Eltern zusammensetzen und es euren Eltern persönlich erklären. Was wichtig ist, ist, dass ihr euch Zeit dafür nehmt, wenn ihr mit euren Eltern darüber redet. Ich bin ein bisschen erkältet, sorry. Nehmt euch Zeit dafür. Eure Eltern werden Zeit brauchen. Meine Mutter hat fast ein Jahr gebraucht, bis sie das Ganze jetzt so halbwegs akzeptiert hat. Und sie akzeptiert mich noch immer nicht als ganzen Mann. Rechnet damit, dass es nicht sofort, dass die Eltern euch nicht vor Freude irgendwie um den Hals fallen werden. Das machen die wenigsten Eltern. Meistens sind die Eltern besorgt, dass es nur eine Phase ist, dass die Kinder dann später bereuen, wenn sie die OPs hatten. Und ja, was ihr überhaupt nicht machen dürft, ist, dass ihr eure Eltern drängt, dass ihr euren Eltern Druck macht, dass ihr euren Eltern patzig gegenüber seid. Das war ich, das war nicht gut, hat nicht gut geklappt. Gebt euren Eltern Zeit, es sind eure Eltern. Auch wenn es euch weh tut, ihnen tut es auch irgendwo weh. Also gebt euren Eltern Zeit, gebt euch Zeit, bereitet euch gut aufs Outing vor und macht euer Outing so, wie es für euch am besten ist. So wie ihr es am meisten mögt. Der Mauro, ich habe vorhin das Video kurz reingeschaut, der Mauro hat erzählt, ihr habt ja das Video hoffentlich gesehen, dass er nicht so gerne redet, sondern lieber schreibt und sich da auch besser ausdrücken kann. Mir geht es genauso, ich kann oft schlecht reden, wenn es um mich geht. Ich
fühle mich da mal komisch oder bringe keine ganzen Sätze raus und stammel vor mich hin und fühle mich einfach nicht wohl, wenn ich über mich selbst reden soll. Deswegen bin ich auch eher der Typ, der schreibt, dann kann ich meine Texte überlesen, dann mache ich keine Fehler und kann mich oftmals gezielter ausdrücken, als ich mich spontan bei einem Gespräch ausdrücken würde. Also macht es so, wie es für euch am besten ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Und gebt euren Eltern, euren Freunden, wem auch immer, vor ihr mich outet, gebt den Menschen Zeit. Und wenn ihr den Menschen Zeit gibt und ruhig mit denen redet und euren Standpunkt ihnen erläutert und begründen könnt, dann auch vor allem erzählen könnt, warum ihr euch so fühlt oder dass es einfach wehtut, wenn euch Leute falsch ansprechen, würde ich auch erzählen. Das ist ganz wichtig, sonst verstehen die Leute nie, wie wichtig es ist, euch bei eurem richtigen Namen, bei eurem männlichen Namen oder in dem Fall dann weiblichen Namen, je nachdem, wie ihr dann, ob ihr Mann zu Frau oder Frau zu Mann seid. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Also es wird halt schwer werden, dass Leute sowas nachvollziehen können, euch beim richtigen Namen zu nennen, wenn ihr ihnen nicht erklärt, dass es einfach wehtut, weil die Leute sind euren alten Namen gewohnt und denken sich dann oft, als hatte ich, hat mir jemand erklärt, dass ich den Namen doch gewohnt bin und dass es doch gar nicht schlimm ist, mich so beim alten Namen, dem weiblichen Namen anzusprechen. Aber es war schlimm. Es war schon immer schlimm, es war schon immer komisch. Ich habe mich schon immer für den Namen sehr geschämt und es war einfach nicht schön. Also erklärt den Leuten, wie ihr euch fühlt. Versucht ruhig zu bleiben, auch wenn es weh tut. Und gebt den Menschen Zeit. Und macht es wirklich, ich kann es nicht oft genug sagen, es ist dein Outing. Mach es so, wie es für dich am besten ist. Genau. Zum Thema Outen kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ja. Nee, mir fällt nichts mehr ein. Euer Outing, kümmert euch um euch selbst. Es muss euch dabei gut gehen, nicht den anderen. Den anderen auch, aber es ist wichtig, dass ihr euch um euch selbst kümmert. Ich weiß, wie schwer die Zeit für euch ist. Wir haben es alle irgendwo mal durchgemacht oder werden es eventuell irgendwann mal durchmachen. Und es ist keine schöne Zeit. Nehmt euch den Mut zusammen. Nehmt euch jemanden zur Seite, wenn es euch leichter fällt. Und traut euch, spätestens ein paar Wochen nach dem Outing oder auch beim Outing selbst oder direkt danach, fühlt ihr euch wesentlich besser, weil ein riesen Stein von eurem Herzen gefallen ist, glaubt mir. Bei mir war es so und mir hat es sehr geholfen. Ich bin seit dem Outing viel selbstbewusster und fühle mich viel wohler als zuvor. Also es lohnt sich, auch wenn es schwer ist. Bleibt dran. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht bei irgendwas, dann meldet euch bei mir, auch wenn ihr mich nicht persönlich kennt. Vollkommen gleich. Meldet euch, ich bin da für euch und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche und bis dahin reingehauen.